Tochter wurde da. Paul Papier, das ist Schluss. In der Folgezeit beschaffte die DB weitere klimatisierte Reisezugwagen für den TEE-Verkehr. Konkurrenz erhielt der TEE im Jahr 1971, als die Deutsche Bundesbahn den innerdeutschen Intercity-Verkehr einführte. Diese ebenfalls nur die erste Klasse führenden Züge verbanden die deutschen Großstädte erstmals im Zwei-Stunden-Takt miteinander. Auch beim Komfort waren diese Züge dem TEE gleichrangig. Ein besonderer Service, der den Kunden im TEE wie auch im IC geboten wurde, bot das Zugsekretariat. Hier konnten Geschäftsbriefe diktiert, Telegramme aufgegeben und sogar mittels Zugpostfunk Telefonate geführt werden. Wir stellen Ihnen nun einen lokbespannten TEE-Zug vor, gezogen von der wohl elegantesten Lokomotivschöpfung der Deutschen Bundesbahn, der Baureihe 103. Mit den ebenso zeitlos eleganten Wagen aus dem TEE. Begrüßen Sie die 103 113 mit Ihrem TEE-Zug. Die Lokomotive gehört seit einigen Wochen zum historischen Fahrzeugbestand des DB-Museums und sie wird in den kommenden Jahren vor dem TEE-Zug zum Einsatz kommen. Ab 1970 wurden die Serienlokomotiven der Baureihe 103 in Dienst gestellt. Sie wird als eine Weiterentwicklung der Vorserienlokomotive gehandelt und ist äußerlich am zweiten Lüfterband erkennbar. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und einer Dauerleistung von 7440 kW, das sind 10.118 PS, waren die Lokomotiven in der Lage, sämtliche Aufgaben des schweren Schnellzugdienstes zu übernehmen. Die Lokomotiven trugen in den ersten Jahren ab 1970 bis zur Jahrtausendwende die Hauptlast des IC-Verkehrs. Insgesamt wurden 145 Lokomotiven der Baureihe 103 in Dienst gestellt, die bis auf einige wenige Lokomotiven inzwischen leider ausgemustert sind.
Adresse zu überweisen. Ja, das kann ich. Ich hab noch eine. Ja.